Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Nach wie vor ein bisschen heiser, macht aber nichts. Wir haben vorige Folge den Schläfertempel verlassen, denn da war so ein Typ, dem kamen wir mit unserem schönen Schwert hier. Das da. Die schönen Zornstahl hier. Keinen Schaden gemacht. Jetzt haben wir, sind wir zu Xalas gegangen, haben gesagt, guck mal, wir haben das da gefunden. Das können wir sogar schon tragen. Krass. Ja. Schaden 88, nee, Schaden 90. Ja, und er hat gesagt, ja, okay, wir können das wahrscheinlich wieder aufladen, ne, wie so ein Akku vom Handy. Braucht aber noch ein bisschen Zeit, um die Zauberformel zu schreiben. Jetzt sind wir in seinen Turm, haben uns die fette Rüstung da besorgt und haben aber auch gefunden einen Teleport zu den Feuermaliern. Und da wir jetzt nur ganz kurz unterwegs waren, hätte ich gesagt, gehen wir doch mal fix und gucken mal bei den Feuermaliern vorbei. Vielleicht haben sie ja... Hey, du hier! Geh oder ich ruf die Wache. Ich hatte mir fast gedacht, dass es jemand durch das Pentagramm versuchen würde. Aber im Gegensatz zu diesem verräterischen Schmied Stone, hey, du. Brauchen du wir hast dich. Da drinnen nichts nicht zu suchen. Nicht mehr? Stone. Hinter Gittern. Aber dafür wirst du gleich unter der Erde liegen. Schnappt ihn euch, Jungs, und macht ihn kalt. Na los. Wieso brauchen? Ihr kennt mich doch gar nicht. Geh weg. Was? Ups. Klarer Sieger, würde ich sagen. Hätte ich jetzt auch gesagt. So. Also, Balro. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Bartolo. Ah, Bartolo. Entschuldigung. Ich kümmere mich um die Versorgung der Erzbarone. Ich regle alles. Von Krautlieferungen über Essen bis hin zur Versorgung der Frauen. Außerdem sorge ich dafür, dass die beiden idiotischen Köche ihre Arbeit gut machen. Sie sollten mir dafür dankbar sein. Gomez lässt sich nicht jeden Fraß gefallen. Die letzten beiden hat er an die Snapper im Fluss verfüttert. Okay. Ja. Was habt ihr für ein Problem? Was hast du mit der Waffe? Mich verteidigen. Ey! Ja, genau. Geh mal lieber weg, du. Laute. Lagerschlüssel. Drago hat nix. Was hat Koristo? Ach, Münzen. Und ein Ring der Unbezwingbarkeit. Ja, interessant. Nehmen wir alles mit. Hä, was hab... Hallo, ich hab euch nichts getan. Doch, oh. Das wird dir noch leid tun. Da war noch was mit so einer Mine. Ich würde mal sagen, dann gehen wir mal auf Dingensjagd. Oh, ich kann ihn nicht erschießen, wenn er auf dem Boden liegt. Stechen wir den mal ab. Warte, ich kümmere mich gleich um dich. Ja? Ist ja gut, ich kümmere mich... Meine Herren, ist der aber... So. Nein. Ja gut, ich könnte jetzt hier Genozid betreiben, aber ich will eigentlich gar nicht das alte Lager auslöschen. Aber Stone ist im Kerker, sagten die. Wo ist denn der Kerker? Ich war nur einmal hier. Also. Ey! Ey! Oh, die halten. Die halten mich hier auf. Jetzt langt's aber. Ich schieß zurück, ja? Wems, 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 Wems. Hey, ich kann viel besser schießen als ihr. Es war unnötig, ich weiß. Welche Folgen? Ihr schießt auf mich, ich schieß zurück. Und manche von denen sind so blöd und laufen mit dem Messer rein. Das wirst du noch zu spüren kriegen, Bastard. Nein, ist meins. Wenig Zeit haben, das zu bereuen. Nein, ist meins. Gibt's das hier? Da habe ich doch noch einen Bolzen gesehen. Ja klar, da vorne. Ah, das ist zu niedrig. Okay, bevor die mich jetzt gleich wieder boxen. Dem, den wir von der Sache im Sektenlager erzählen sollten. Und dem Gardisten hier. Können wir noch mal ein bisschen eisen. Also. Nehmen wir noch mal hier alles mit. Die hatte viel. Hier noch alles mit.
Leute, ich habe keine Lust hier jetzt mit allen zu kämpfen. Ich will eigentlich nur... Oh, der ist stark. Arto. Oh, da ist noch wer ziemlich stark. Ei. Vorsichtig. Lauf. Trinke, trinke, trinke. Ja gut, wenn jetzt alle aufs Maul wollen, dann kriegen auch alle aufs Maul, die mich in, mir im Weg stehen. Ich würde eigentlich mal hier nur kurz schauen. Oh, das bestimmt der da hinten. Der hat so eine fette Armbrust auf dem Rücken. Nee, 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 nee. Kollege, so haben wir nicht gewettet. Scar. Weg mit dir. Aber wobei, die haben ja unsere Kriegsarmbrust. Die haben ja unsere Mine angegriffen, ne? Dann können wir ja hier auch ein bisschen Stunk machen. So, jetzt gucken wir mal hier mal kurz, dass wir auch alles mitnehmen, ne? Männchen. So, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ruhe jetzt. Machen wir den noch weg. Aber ich... Du hättest mir gerne die Fresse poliert. Entspann dich mal, ja? Also. Jetzt, wo der Innenhof sauber ist. Der ist sauber. Können wir mal gucken. Also hier unten sieht es nach Kerker aus. Dann gehen wir doch mal jetzt hier runter. Ah, guck mal, eine Tür. Noch eine Tür. Hier sind wir falsch. Moin, Skip. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Der greift mich nicht an, das finde ich gut. Können wir dir ein paar Waffen von deinen Kollegen verkaufen? Das. Hier so ein paar Richtschwerter, ein paar Gardeschwerter. Frankenhieb. Das ist eine Fähigkeit vom Bären WoW. So, dann gib mir mal bitte dein Erz dafür. Zack, zack, zack. Zack, zack. Dankeschön. Aber finde ich gut, dass sie mich nicht alle angreifen. So, also hier geht's nicht in den Keller. Dann geht's vielleicht da in den Keller. Das sieht nicht nach Keller aus. Ach, guck mal, da unten ist Nuff. Hier geht's runter. Du schon wieder? Ich hätte dich schon am ersten Tag im See versenken sollen. Damals hatte ich keine Chance. Jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Du Wurm. Ich hoffe, dass du es mir nicht so einfach machst wie beim ersten Mal. Wer war das? Bullet. Ach, der Typ, der mir aufs Maul gehauen hat, als ich als ich reingekommen bin. Danke für den Käse. Mensch, den esse ich gleich wieder. Lecker. Und tschüss. So. Der hat keine Lust, okay. So, hier ist der Kerker. Mist. Okay, den kann ich nicht knacken. Den kann ich auch nicht knacken. Den kann ich auch nicht knacken. Den kann ich auch nicht knacken. Ist vielleicht da was? Und nicht, dass der Gardist ja gerade weggelaufen ist, den Schlüssel hatte. Lass mal schnell hinterher. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Hallo? Da ist er. Bleib stehen, du Lump! Na, so haben wir nicht gewettet. Scheiße.
Ja, der geht in den Außenring, da will ich nicht hin. Dann gucken wir, ob vielleicht hier der Schlüssel drin ist. Hallo, hat einer von euch den Schlüssel? Hier wird gekocht, oder? So heftigen Mundgeruch habe ich jetzt auch wieder nicht. Dann nehme ich mir das Essen hier mit. Gib mir das Essen. Gib mir das Essen. Oh. Wo geht's denn hier hin? Wie bist du denn hier reingekommen? Moment. Vor- bist du nicht diese Pestzecke gewesen, die unsere Leute in der freien Mine kalt gemacht hat? Deine Leute hatten kein Recht, dort einzufallen. Ich habe diesen Anflug von Größenwahnsinn nur wieder korrigiert. Du hast Mut, so mit mir, Gomez, zu sprechen. Aber es war ziemlich dumm von dir, hier einfach aufzutauchen. Ich werde persönlich sicherstellen, dass du mir nie wieder in die Suppe spucken wirst. Hm? Ach so, ja, okay. Dann setze ich mal wieder hin. Ich sammle mal wieder Sachen ein. Sag mal, hast du einen Schlüssel gesehen? Ich suche hier einen Schlüssel. Ja, gut, ist nicht sonderlich hilfreich. Egal, klaue ich ihm sein ganzes Abendessen. Ja, mit dem Essen. No, no, no. Vielleicht liegt der Schlüssel ja irgendwo hier. Wärter? Oh ne, den will ich nicht einsammeln, den ganzen Müll. Ist vielleicht oben jemand, der einen Schlüssel hat? Nee. Dann frage ich ihn nochmal. Hoppala. So. Jetzt machen wir von fetter Rüstung zu fetter Rüstung. Hä? Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Du platzt hier einfach rein und erwartest, dass ich mich mit dir befasse, du Wurm. Wache! Spann dich! Ich habe mehr HP als du. Oh, der hat 1000 Erfahrungen gebracht. Inos Zorn. Das ist ja der Kerkerschlüssel. Mit Lagerraumtüren im Keller der Erzbarone. Oh. Oh. Nehme ich mir mal alles mit, ne? Warte, ich trinke mir jetzt noch mal ein bisschen was außer heilenden Essenzpulle. Heilenden Kraftpulle. Das hättest du besser nicht getan. Du hast angefangen. Also, ich wollte dir einen Deal vorschlagen, hat er nicht gemacht. Also, Gomez. Ja. Lagerräume und Gomez. Ist hier Gomez Truhe? Nein. Ja, auch nicht. Lass dich hier nie mehr blicken. Ja, auch nicht. Hey, wer hat mich denn jetzt hier angefaucht? Hey. Und hier? Hier nicht. Auch nicht. Okay. Hier vielleicht? Jo. So. Ich weiß nicht, ob wir da sicher hingucken können. Ich guck mal nach. Sekunde. Können wir nicht. Liegt eine nackte Frau. Hör, nicht hingucken! Keiner gesehen. Irgendwer läuft hier rum. Ach, keine Ahnung. Ich höre ihn die ganze Zeit rumlaufen. Naja, wir haben den Kerkerschlüssel. Gehen wir wieder runter. Ja? Ey! So nicht. Ja? So. Ach, das ist der Koch. Naja, gut. Wir wollen in den Keller jetzt. Wer auch immer Stone ist, der scheint wichtig zu sein. Den holen wir da jetzt aus dem Kerker raus. Und dann können wir noch den einen Stärketrank trinken, den der in der Kiste hatte. Moin. Und tschüss. Okay, ist keiner.
Oh, sag mir nicht, der ist schon verhungert. Ich will wissen, wer Stone ist. Da ist einer. Was ah, ja. willst du? Du siehst nicht aus wie einer von Gomez' Schergen. Stimmt. Ich gehöre nicht zu Gomez. Wie bist du dann hier reingekommen? Gomez hatte den Schlüssel zum Kerker. Er hat ihn mir überlassen. Genau. Du willst doch nicht andeuten, dass du Gomez aus dem Weg geräumt hast. Nö. Will ich. Hä? Junge, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Es freut mich aber, dass dieser dreckige Halsabschneider endlich das bekommen hat, was er verdient. Aber warum hast du mich befreit? Ich habe gehört, dass du im Kerker bist und habe die Gelegenheit genutzt, um Gomez ruhig zu stellen und dich zu befreien. Hab Dank. Ich stehe in deiner Schuld. Triff mich in der Schmiede. Dort reden wir weiter. Ich kenne ihn gar nicht. Wir sehen uns. Okay. Lass mich mal vorbei. Ja, ja, mach mal. Okay. Eine Sekunde. Also. Hoppala. Ich weiß jetzt nicht, warum der hier den angelogen hat. Ich meine, ich hab den nicht kalt gemacht. Ich hab den umgeholzt. Einmal geboxt. Also einmal mit dem Schwert einen mitgegeben. Und einmal geboxt. Mehr aber auch nicht. Und auch nur, weil der mich angegriffen hat. Also. Ja. Ich guck mal, ob noch hier ein paar Magier liegen. Denn ich meine, es gab mehr als nur den... Ja, guck mal. Der Marok. Genau, der hört nicht mehr auf das Gefasel. Und ist hier vielleicht noch einer? Nein. Dann können wir aber mal eben bis zum nächsten Morgen schlafen. Denn jetzt müsste der ja wohl in der Schmiede angekommen sein, oder? Dann brauchen wir nicht so lange warten. So. Da ist er ja. Da bist du ja. Da du mich aus diesem Rattenloch befreit hast, hast du was gut bei mir. Mann, ich habe mir überlegt, da es nicht viel gibt, was ich dir geben kann, werde ich dir etwas schmieden. Könnte ein Ring sein oder etwas Vergleichbares. Hm. Warum hat man dich in den Kerker geworfen? Gomez. Der Bastard hat mir unterstellt, dass ich gemeinsame Sache mit den Feuermagiern machen würde. Nur weil ich der beste Schmied im alten Lager bin, konnte ich meinen Kopf retten. Er hat mich in dieses Rattenloch werfen lassen und immer nur dann rausgelassen, wenn er meine Fähigkeiten gebraucht hat. Okay. Also. Das brauche ich nicht. Nein. Wie das? Kannst du mir diese Erzrüstung verstärken? Natürlich kann ich sie verstärken. Gib sie mir und warte kurz. Hier ist die verstärkte Rüstung. Damit habe ich meine Schuld beglichen. Was hat er denn gemacht? Hat er eine Niete festgehämmert? Wir sehen uns. Ja, sie ist besser, also. Die hat 5 mehr Schutz. Gut. Jetzt dürfte Xardas aber, denke ich, fertig sein mit dem Zauber. Das heißt, wir haben genug Unfug gemacht. Gib jetzt mal her mit dem Ding. Warte mal. Nee. 85. Krass, was ist das für ein Einhandschwert, Alter? Warte mal. Das Einhandschwert. Krass, Rabenrecht ist auch so krank. Heftige Waffen. Oder ist die Waffe von Gomez? Die ist ja krank. Die macht ja mehr Schaden als meine Trollfaust. Ja, aber ich finde die nicht schön. Nee. Tragen wir mal Uriziel. Die hat aber richtig viel Reichweite, die Waffe, oder? Kommt mir das nur so vor? Die sieht übel lang aus. So. Ah, wie ich sehe, trägst du die Erzrüstung. Mhm. Ich habe sie in einer der Kisten im versunkenen Turm gefunden. Sie gehörte dem Feldherrn, der einst Uriziel in die Schlacht gegen die Orks führte.
Ich hoffe, sie bringt mir mehr Glück als ihm. So. Hast du die magische Formel für das Aufladen von Uriziel fertiggestellt? Sie ist vollendet. Aber du wirst sie nicht alleine benutzen können. Warum nicht? Sie muss von einem Magier gesprochen werden, während du das Schwert mit der Kraftquelle in Berührung bringst. Dann werde ich mich nach Unterstützung umschauen müssen. Nimm die Formel an dich und gib der Waffe ihre alte Macht zurück. Du wirst sie brauchen. Okay. Ja dann, müssen wir jetzt ins neue Lager, ne? Wen könnte man denn fragen? Ich kenne keinen außer... Ich habe mit Royalian viel gehandelt. Vielleicht macht der ja mit. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Sei gegrüßt, mein Freund. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Aha. Hallo Milton, es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal trafen. Ich würde dir gern alles erzählen, doch im Moment ist keine Zeit dafür. Ich bin in Eile. Stimmt, ich könnte ihn fragen. Milton, ich brauche deine Hilfe. Um was geht es? Wie kann ich dir helfen? Lass uns irgendwo hingehen, wo es nicht so viele Ohren gibt. Wie du meinst. Folge mir. Aber als für dich, man muss ja... So. Nun sprich. Worum geht es? Ich brauche die magische Energie des Erzhaufens und ich halte es für unklug, die anderen Wassermagier danach zu fragen. Du scherzt. Die Zeit des Scherzens ist vorbei. Ich meine es todernst. Ich habe Xardas, den Dämonenbeschwörer, getroffen. Ich handle in seinem Auftrag. Xardas? Langsam machst du mir Angst. Niemand hat mit ihm gesprochen, seit er das alte Lager verlassen hat. Ich schon. Wofür benötigst du die Energie des Erzhaufens? Ich will sie auf dieses Schwert hier übertragen. Wow. Was für eine Waffe. Es trägt den Namen Uriziel. Okay. Xardas gab mir diese magische Formel, um den Transfer zu vollbringen. Du musst sie aussprechen, während ich Schwert und Erz in Kontakt bringe. Es sieht so aus, als ob ich diese Zauberformel nur herunterlesen müsste. Aber wir werden ernsthaften Ärger mit Saturas und den anderen Magiern bekommen. Okay. Das Risiko müssen wir eingehen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtig für alle Bewohner der Kolonie. Ich verstehe nicht. Es wird uns alle hier rausbringen. Du musst mir vertrauen. Einverstanden. Nach all dem, was du bereits für uns getan hast, besitzt du mein Vertrauen. Außerdem scheinst du auch das von Xardas zu besitzen. Triff mich unten beim Erzhaufen und zu keinem ein Sterbenswörtchen. Gut. Wir treffen uns beim Erzhaufen. Bis dann. Ja, da muss ich jetzt bestimmt eine Menge Wachen wegkloppen. Aber hä, warum? Ich hab's nicht. Wir haben noch, wir sind noch des ewigen Dankes von Saturas gewiss. Da, der wird ja doch uns dann, ne, wenn wir dem sagen, hey Kollege, hier, ich habe einen Weg gefunden, wie wir rauskommen. Wie? Ja, ich nehme das Ding da hier, ne, das Schwertchen, das stecke ich in euren Erzhaufen. Dann liest du die Zauberformel vor und dann ist das wieder richtig gut. Dann holz ich da unten in so einem unterirdischen Tempel unter der Erkstadt, unter der Orkstadt, den Schläfer weg und dann ist die Barriere auf. Win-win. Der weiß, worum es geht, alle sind informiert, ich gehe los und alle kommen hier raus. Nur der Plan, oder nicht? Oder wir machen es einfach anders. Klar, dass das Ärger gibt. Entschuldigung, so lange fängt es im Hals an zu kratzen. Ich hoffe, wir... Ja, doch, das schaffen wir noch. Wo sind die ganzen Wachen hier? Keine Wachen hier? Oh, hier geht's nicht tief runter. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben... Das passiert mir nicht nochmal. Keine Wache? Kein Wunder, dass die Mine überfallen wurde. Oh, Erz. Mensch, wenn hier so wenig Sicherheit ist... Oh, da vorne ist noch mehr Erz. Wenn du meinst, oh... Eigentlich könnte ich meinen Erz mit auf den Haufen werfen. Aber wenn man so einen Erzbrocken sich anguckt, wie groß der ist und wie groß der Haufen ist, ich habe jetzt wie viel Erz? 12. Würde ich sagen, ich könnte etwa einen Haufen, der so groß ist, dazulegen. Oder? Was meint ihr? Ich hätte gesagt schon. Mensch, ist hier viel Erz. Oh.
So, jetzt müssen wir nur noch auf Milton warten. Dann gucken wir mal kurz ins Questlog. Ja, man könnte jetzt halt noch... Nö, eigentlich nichts machen. Habe ich Komanin schon gelesen? Oh, ich habe die ganzen Bücher von den Magiern eingesammelt. Hatte ich nicht gelesen. Aber was ist denn Machttausch? Das ist die Zauberformel. Kann nicht von mir benutzt werden. Zeig mal. Ich kann das Ding nicht mal lesen. Besitzer scheint ein Trolljäger gewesen zu sein. 169. Tag. Heute werde ich es schaffen. Ich weiß es. Die Götter stehen mir bei. Ich habe alles versucht, einen Troll zu töten. Härtester Stahl zeigte keine Wirkung und Pfeile prallen von ihm ab, als wäre seine Haut aus Stein. Nun werde ich mich dieser Spruchrolle bedienen, die mir der Händler in Korinnes verkauft hat. Sie hat mich 50 Goldstücke gekostet. Aber der Gewinn, den ich durch die Trophäen bekomme, wird mich reich machen. Heute werde ich einen Troll töten. Wo habe ich das denn eingesammelt? So, und Chromanin. Ich habe die Quest, ich glaube, dreimal gemacht. Ich werde es aber nicht im Let's Play jetzt machen, weil es wirklich sehr langweilig ist. Es ist auch tatsächlich gar nicht so schwer, die zu machen, wenn man eine Karte hat. Also wer sie machen möchte, tut's. Und wer nicht, der lässt's. Ich werde sie nicht machen. Wo bleibt Milton jetzt? Ist er irgendwo hängen geblieben? Milton? Milton? Meine Güte, wie lang ist der denn? Ey. Da kannst du unten glatt deine Steuererklärung für die nächsten 20 Jahre machen, bis er da ist. Wir haben es eilig. Wir wollen zurück in den Tempel. Mann. Es kann auch sein, dass ich jetzt durchziehen werde. Das ist Projekt mit dieser einen Aufnahme, die ich jetzt mache. Nicht mit der hier, sondern mit der nächsten beendet wird. Entschuldigung. So. Wir dürften sie jetzt auch schon bald Weihnachten haben, ne? Leute, wenn ihr nicht wisst, was ihr zu Weihnachten schenken sollt. Es gibt... Ich finde es. Immer bei Lidl, Aldi und bei Kaufland, je nachdem, was ihr für Supermärkte so bei euch habt, Wochenwerbungen von so Sachen, die man eigentlich auch so kleine Geschenke. Ich bin gar nicht so ein Freund von einem Riesengeschenk, sondern eher von so drei, vier kleinen Geschenken. Die sind viel, viel cooler. Es gibt auch große Geschenke, die cool sind, aber so zu Weihnachten so kleinere Geschenke finde ich besser. Ja, muss man mir auch nicht glauben. Ey, dann guckt mal da rein. Da gibt es manchmal wirklich coole Sachen. So, Milton ist da. Wir können das Schwert aufladen. Hast du das Schwert und die Zauberformel? Ja. Hier, nimm die Zauberformel. Bist du bereit? So bereit, wie man für solch eine Wahnsinnstat nur sein kann. Dann kann es ja losgehen. Erwischt. Na, da uns eiskalt erwischt. Vollbracht. Unglaublich. Der unscheinbare graue Edelstein schimmert nun bläulich. Pass auf die Finger auf, Mensch. Dass sie immer da so reingrapschen müssen. Das ist ein gutes Zeichen. Die magische Energie des Erzhaufens scheint tatsächlich in das alte Schwert übertragen worden zu sein. Aber unsere kleine Aktion hier scheint etwas Aufmerksamkeit erregt zu haben. Du solltest dich am besten direkt hier heraus teleportieren. Was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Geh jetzt. Ja, ja, ist ja gut. War nicht besonders schlau. Leuchtet dir jetzt weniger? Ich
Also dieser Sound ist weg, dieser. So, und Uriziel hat jetzt 120 Magieschaden und 30 Feuerschaden. Krank. Das heißt, er profitiert nicht mehr von Stärke. Ja, dann gehen wir mal zu Xardas, ne? Der wird sich freuen. Das machen wir jetzt noch. Wir gehen jetzt noch zu Xardas, der wird sich super freuen. Und, ja. Wie findet ihr eigentlich das Schwert Uriziel? Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass es jetzt nur reinen Magieschaden macht, denn dann ist der komplette Stärkewert, den man bisher gemacht hat, in Gänze überflüssig. Ich fände es cooler, wenn es noch so ein, wenn es so ein dreigeteiltes Ding ist, deswegen, dass es halt alles durchbohren kann. Physisch, Magie, Feuer. Das heißt, selbst wenn du eine Immunität hast gegen eins, zwei von diesen Dingen, triffst du mit dem anderen. Also, Xardas. Ich habe Uriziel aufgeladen. Unglaublich. Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. So, und mehr sagt er mir auch nicht. Ich suche magisches Wissen. Wir können jetzt noch gucken. Der hat ja noch ein paar Spruchrollen, dass wir vielleicht unser Inventar ein bisschen leer räumen. Also Einhandschwerter trage ich ja gar nicht. Das heißt, ich werde jetzt alle wegschmeißen. Von den Zweihandschwertern behalte ich nur meine, diese drei Waffen hier. Den Rest packe ich weg. Ulumulu behalten wir. Spitzhacke auch. So, Fernkampf. Das kann weg, das kann weg. Die Pfeile können weg. Hoppala, die Bolzen nicht. So, Rüstung. Ja, kann auch weg. Oh, 17.000 schon. Kann er mir das überhaupt bezahlen? Ja, easy. Da können wir noch ein paar Sachen verkaufen. Sehr gut. Heilung, Licht. So. Wolf brauche ich nicht. Das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht, das nicht. Eine Sache will ich aber behalten. Ist Bloodfly hierbei? Bloodfly? Keine Verwandlung, Bloodfly? Doch, da. Sehr gut. So, Macht brauche ich nicht. Orkischen Talisman brauche ich. Oh, ich bin schon bei 25. Ja, nice. Make a deal. Ich brauche zwar diese ganzen Spruchrollen nicht, aber die sind nehmen weniger Platz ein als der ganze andere Schmuh. So, sollen wir, ich denke, fürs Late Game ein überschaubares Inventar, oder? Ich finde, es ist okay. Gut, nächste Folge geht's dann wieder zurück in den Ork-Tempel, in den Schläfertempel und dann boxen wir mal richtig den Schläfer weg, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, hauen Sie rein und tschüss.